Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Until Dawn. Das fängt ja schon mal gut an. Ich kann hier nicht mal mehr den Spielenamen richtig aussprechen. Das liegt vielleicht daran, ich bin ein bisschen nervös, weiter zu spielen. Ich habe euch ja gesagt, ich hatte das Spiel bei Release gespielt. Das ist 3 Jahre her. Ich weiß so gut wie gar nichts mehr, außer so ein paar kleine Dinge vielleicht. Und ich habe Angst, es zu verkacken. Aber ich muss, glaube ich, einfach nur positiv über mich selbst denken und dann werde ich das schon schaffen, irgendwie, hoffe ich mal. Wie bei Detroit. Eine Sache kurz nochmal. Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass ich heute einen Stream machen werde. Heute ist Sonntag. Den hatte ich auch schon eigentlich in YouTube geplant gehabt. Allerdings werde ich das jetzt nochmal verschieben, es tut mir leid. Ich wollte mir eigentlich einen zweiten Bildschirm nochmal bestellen. Einfach nur, weil ich, ja, ich glaube, das wäre für einen Stream eigentlich besser, ne? Wie ein, also wie gesagt, ich kenne mich da nicht so gut aus, ne? Aber ich glaube, dass das schon angebracht wäre. Einfach nur, dass ich halt einen besseren Überblick über alles komplett habe. Das ist jetzt eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich den Stream jetzt heute doch noch nicht machen werde. Allerdings werde ich vielleicht im Laufe dieser Woche einen nochmal planen, denn ich habe eine Woche Urlaub. Das heißt, ich kann ganz viel aufnehmen, ganz viel ein bisschen vorproduzieren sogar vielleicht noch. Und ja, vielleicht auch noch einen Stream. Ich will jetzt noch nicht genau sagen, wann, also weiß ich selbst noch nicht. Und ja, jetzt erstmal genug gelabert. Ich würde sagen, wir spielen Until Dawn weiter. Ich freue mich ein bisschen, aber wie gesagt, ich habe auch ein bisschen Angst. Denn das Spiel hat mich damals echt fertig gemacht. Okay, wir setzen einmal fort. Wir sind hier bei dem netten Herrn stehen geblieben, das letzte Mal. Da kann ich mich dran erinnern. Hallo. Heute auch wieder mit einem schwarzen Rand um das Bild, ne, wie beim letzten Mal. Ja, ich denke, dass das ganz gut passt zu dem Spiel. Hi. Widmen wir uns deinen Gefühlen für Menschen mit Angst vor Isolation, Okay. Einsamkeit. Hast du auch diese Furcht? Ich habe Furcht vor dir, weil du mir immer so nahe kommst. Was habe ich Angst vor Isolation? Ja, schon. Ist das wahr? Aber es zeigt sich nicht in der Art, wie du dein Spiel spielst, nicht wahr? Hey, was soll das heißen? Ich frage mich ja tatsächlich, sind wir das als Spieler bei ihm oder ist das irgendein Charakter aus dem Spiel? Und jetzt nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Okay. Was du wertschätzt, was du respektierst bei dir und anderen. Bitte geh weg. Hast du mal was Was würdest du sagen, ist bei einer Person wichtiger? Loyalität oder Ehrlichkeit? Ich schätze Loyalität, ich schätze Ehrlichkeit. Geht das nicht alles so ein bisschen ineinander über? Also, wenn man, obwohl. Ich mache jetzt mal einfach das, was Du ich. würdest also lügen, um loyal gegenüber einem Freund zu sein. Okay. Was ist mit Loyalität oder Nächstenliebe? So habe ich das gar nicht gemeint, du Arschloch. Entschuldigung. Ich mache jetzt einfach mal das, was mir in den Sinn kommt, was ich Solch ein denke. großzügiger Charakter. Wie schön. Wieder mal ist uns die Zeit ausgegangen. Wow, du Sch Wir sehen uns bald wieder. Du stellst mir 2 Fragen und unsere Zeit ist um. Ich hoffe, du verlangst nicht zu viel.
mach mal ganz kurz den hier, ja? Ich habe gesagt, danke. Es war nur ein Spaß, Han. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Boom. Schmetterlingseffekt. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenschutz... Hört auf! Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Hast du das gehört? Was in aller Welt hast du da an? Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! Also, hier steht drin, zum Kommunizieren mit der Geisterwelt müssen Sie Ihren Verstand befreien, von allen Vorurteilen lösen, alle Hemmungen fallen lassen und sich insgesamt rückhaltlos öffnen für den Willen der anderen und alles unterordnen unter die Wünsche des Geistmeisters. Das bin ich. Das steht da nicht drin. Und alle Beteiligten werden sich nach meinem Ermessen völlig entkleiden. Chris, komm schon, jetzt sei mal ernst. Oh, ich bin todernst. Ach, sei still. Probieren wir es aus. Ja, bitte. Mal sehen, was passiert. Ashley, du als gerade Bekehrte, du solltest heute unser Medium sein. Okay, wir spielen Ashley in dieser wunderbaren Idee, mit einem Ouija-Brett zu spielen. Finde ich eine klasse Idee hier in diesem Haus. Wir machen das aber trotzdem mal ernst, auch wenn ich diese Idee echt ein bisschen doof finde. Einfach nur, weil ich Angst habe. Was war das für eine Stimme? Entschuldigung. Okay, wir machen das ernst. Okay. Ist jemand da? Würdet ihr euch uns dann zeigen, falls ihr da seid? Wartet mal bitte. Warst du das? Ich hab gar nichts gemacht. Er bewegt sich schon wieder. Ha? Was soll das heißen? Warte. Was läuft da ab? Schiebt ihr etwa? Ich schwöre, es bewegt sich von selbst. Verdammte Scheiße. Hilfe? Wie sollen wir denn helfen? Ich weiß nicht, was soll das heißen? Wir müssen wissen, wer das ist, wenn wir helfen sollen. Okay, klarstellen, wer braucht Hilfe? Wie können wir helfen? Ich glaube tatsächlich, wer es ist. Wer bist du? Oh, es geht los. Okay, S. I. S. T. E. R. Schwester. Schwester? Wessen Schwester? Ach komm schon, ist das euer Ernst? Sei still! Frag wessen Schwester. Josh, das ist bestimmt... Ja, okay, na... Chris glaubt es, glaube ich, noch nicht so ganz. Ashley, frag, wer es ist. Hannah, Beth. Ich weiß gerade noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Ich mach mal Hannah. Wer spricht da mit uns? Hannah? Bist du das? Ja. Oh Gott. So ein Blödsinn. Josh, geht's dir? Alles gut. Bist du sicher? Wir können noch aufhören. Nein. Alter, alles cool. Ich will hören, was das sagt. Ich weiß nicht, was ich fragen soll. Denk mal nach. Wäre das da tatsächlich Hannah? Ich meine, dann finden wir raus, was passiert ist. Josh? Ich komm schon klar. Okay. Mal überlegen. Was wäre jetzt passiert, wenn ich Beth gewählt hätte? Entschuldigen, es tut uns so leid. Vortasten, was ist mit dir passiert? Ich glaube, es ist jetzt tatsächlich mehr hilfreich, wenn wir fragen, was passiert ist. Hannah, du fehlst uns. Wir möchten wissen, was dir zugestoßen ist. Oh, Josh, es tut mir leid. Was ist passiert? B. E.
Oh Gott. K-I-L-L-E-D. Nein. Ermordet? Wir haben sie nicht ermordet. Das war bloß ein Streich. Oh, die Gänsehaut ist real. Wir müssen mehr erfahren. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Was meinen Sie damit? Frag sie, was passiert ist. Nur so finden wir es heraus. Frag sie, Ash. Klarstellen, wie bist du gestorben? Wer ist dein Mörder? Ich weiß nicht. Wurden sie denn wirklich ermordet? Weil dieser Typ, wo wir in der Anfangssequenz gesehen haben, ich glaube, dass der den beiden helfen wollte. Also der sah jetzt nicht so aus, als wollte der die da runterstoßen. Der hat ihnen ja die Hand gegeben. Ich glaube, der wollte die halt hochziehen, retten. Tatsächlich sind sie ja da wirklich runtergefallen und gestorben. Okay. Okay. Wie bist du gestorben? Hannah, was ist mit dir passiert? L-I-B? Library. Vielleicht finden wir was in der Bibliothek. L-O-O? Proof. Es Habt ihr das gesehen? In der Heilige Scheiße. Chris? Wisst ihr was? Das ist Schwachsinn. Das ist nicht real. Josh, ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Hör zu. Ich weiß nicht, ob ihr glaubt, so ein Blödsinn würde mir helfen, meine Trauer zu vergessen. Oder was auch immer. Aber das ist nicht cool. Du wolltest es doch machen. Nein, du wolltest das Hexenbrett benutzen. Hey, komm runter. Es ist nicht echt. Ich kann das jetzt nicht brauchen, okay? Ihr seid voll daneben. Aber du wolltest es doch machen. Sollen wir ihm nachgehen? Ich versteh's nicht. Ach, er wollte es doch. Ich denke, er kommt schon klar. Lassen wir ihm Zeit. Das war jetzt halt echt krass. Ich kann ihn verstehen. Das war verrückt. Der Zeiger ist einfach vom Tisch geflogen. Ich meine, wenn das ein Fake war, dann warst du verdammt überzeugt. Das war kein Fake. Ehrlich nicht. Wir sollten tun, was es sagt. Wir sollten in der Bibliothek nachsehen. Habt ihr dieses Mädchen da im Hintergrund gesehen zwischen Ash und Chris? Jess? In dem weißen Kleid? Das war voll gruselig. Oh, Jess. Die beiden. Oh, verdammter Scheiß. Ach, Mike. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ne? Es war ja schon bei den zwei ein kleiner Cliffhanger, was die da gemacht haben. Das fand ich nicht cool. Jessica. Ach, komm schon. Jessica. Jess. Wo bist du hin? Warum ist hier mitten im Wald ein Jess! Auto? Süße! Ich hab Angst. Bist du da drin? No! Ah! Ich wusste, dass was kam, aber. Shit! Oh. Ja. Sehe ich auch so. Ich hätte mir fast in die Hose gemacht. Ich auch. Was zur Hölle hat das Ding da drin verloren? Holy shit! Kann ich mir das nochmal angucken? Teufel, warum? Das hat doch irgendjemand dahin Jess? Getan. Schatz? Licht meines Lebens? Licht meines Lebens, oh. Wie philosophisch. Ich schwöre hoch und heilig, ich mach dich nicht kalt. Ah! Oh mein Gott! Nein! Du blöde das war Kuh! So genial! Nein! Das musst du sehen! Ich will mir das nicht! Nein! Guck, nein! Du hast das aufgenommen? Oh Gott, dein Gesicht! Was für eine blöde Kuh, ich hatte ey! Angst, Jess. Du, kannst du bist scheiße! Aus dem Gebüsch springen. Ich bin mitten im Wald, das ist gruselig! Oh, hab ich dich erschreckt! Wenn du das irgendjemandem schickst, dann was? Mach ich dich kalt! Ich wusste gar nicht, dass du wie ein kleines Mädchen schreien kannst, Michael! Man kennt jemanden wohl erst richtig, wenn er sich vor lauter Angst in die Hose macht. Es war aber nicht witzig. Eigentlich. Soweit ich sehe, ist sie aber noch trocken. Oh, ist das so? Ja, du musst dich wohl mehr anstrengen. Du willst also mehr? Dann solltest du dich lieber anschnallen, denn auf dich wartet die ganze Macht meiner allergemeinsten Erschreckungskünste. Als ob, ey. Laber nicht so viel rum. Okay, da ist ein Totem. Ich sehe es schon.
Diese Jumpscares, ne? Die machen mich sowas von fertig. Okay. Eine große Mühle. Nennt man das so? Ich weiß es gar nicht. Okay, wartet mal. Kommen wir da noch irgendwo hin? Oder ist hier Schluss? Oder kommen wir hier zurück? Ist das noch ein anderer Weg zum Zurückgehen? Okay, wir gehen mal. Nicht, dass ich mich hier verlaufe. Wäre nicht so cool. Ich schätze mal, wir müssen da über die Brücke sowieso gehen. Das war echt nicht lustig, Jess. Oh, das sieht echt schön aus. Wow! Das ist ja ein echtes Winterwunderland hier draußen. Du weißt, ich hab's drauf. Hä, was hat das jetzt mit dir zu tun? Das ist einfach nur die Natur. Aber ich frag mich tatsächlich, warum ist diese Hütte so elendig lange weg? Also so weit entfernt von der Lodge? Mal ein bisschen die Lautstärke vom PC ein bisschen hochgemacht. Ach, was kommt denn jetzt bitte noch, ey? Was? Hörst du das? Nein. Hallo? Jemand da? Das sind schon wieder dieses komische Geflüster. Nein. Nein, das mache ich nicht. Das ist ein Hirsch! Okay. Ja, was habt ihr denn gedacht, was es ist? Wenn ich jetzt geworfen hätte, das hätte den wahrscheinlich nur wütend gemacht, schätze ich mal, ne? Ah. Oh. Ist es. Was ist das da? Ist das die Hütte? Sind wir endlich da? Ist genau so, wie du es beschrieben hast, Michael. Was? Die Hütte. Sie ist toll. Ja. Yeah. Ernsthaft? Ist das dein Ernst? Nein, das ist die nicht, oder? Das ist doch nicht die Hütte. Alte Maske. Okay. Nein, wir erschrecken sie nicht. Wir lassen uns nicht auf dieses Niveau hinab. Hey, schau mal die Maske. Oh, bäh. Ist voll schräg, oder? Sieht gruselig aus. Ja. Schließ doch drauf. Knutschen? Oh, Mike, hör auf! Okay, dein Pech. Das findet sie jetzt nicht mehr so witzig, ne? Auf einmal. Okay. Ich will da nochmal mal kurz rein, ob es da noch mehr gibt zum Anschauen. Irgendwas? Nö. Nur die Maske? Alles klar. Gut. Nein, das ist sie, aber nicht die Hütte. So eine alte, verranzte... Jumpscares! Mann! Was ist das? Ich will es gar nicht wissen. Nein, ich will es nicht wissen.
Oh! Verdammt! Echt furchtbar! Shit! Ich glaube nicht, dass sie durchkommt. Oh, ich will ihn nicht töten. Hey, Mann. Oh, mein hey, Kumpel. Gott, das arme Tier. Ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Oh Gott, ich hasse es mit Tieren. So große Schmerzen. Es ist bald vorbei. Okay, Kumpel. Oh. Es ist bald vorbei. Lauf! Lauf! Oh mein Gott, was soll deine Frau da? Keine Ahnung! Eine Brücke ist hier lang! Hier lang! Komm hier rüber! Ein Bär? Abkürzung. Geh hoch. Okay. Quicktime? Quicktime? Bin bereit. Es geht aber wirklich nicht wirklich schneller, oder? Habe ich so das Gefühl. Oh Gott, das Geräusch! Komm schon, wir müssen weiter! Ja, ja! Nein, hol den Schlüssel! Du musst sie öffnen! Oh mein Gott! Das war knapp! Oh, meine Hände sind so schwitzig, scheiße! Was? Alles unter Kontrolle, die ganze Zeit. Oh, Schwachsinn! Nein, 100%, 100%, 110! Natürlich, Mike! Ich fühle mich wie nach einem Marathon. War irgendwie auch einer. War das ein Bär? Ja, garantiert. Die sind verdammt schnell. Ich meine, ich habe ihn nicht gesehen. Hey, ich habe auch gar nichts gesehen. Rein. Ich verspreche. Bist du da ganz sicher? Ja, ich bin ganz sicher, dass Bären keine Türen öffnen können. Ich habe gesehen, wie sie Autos öffnen. Was? Wo? In einem Internet. Wirklich? Okay, wir sind nicht im Internet, Jess. Klar, das ist real. Und ich verspreche, dass kein Bär oder sonst irgendwas die Tür aufbekommt. Ja, du hast recht. Okay, ich bin fast wieder richtig entspannt. Nur fast. Ja, natürlich. Ach, typisch. Was auch sonst. Oh, das ist nicht die kuschelige Hütte, die du versprochen hast, Mike. Ja, die Josh versprochen hat. Oder? Tja, da ist doch ein Kamin. Wir brauchen doch kein Feuer, damit uns heiß wird. Michael, ich bin eine Lady und eine Lady braucht eine hübsche, romantische Kulisse. Okay. Eine Lady möchte gern kuscheln mit ihrem Mann vor einem gemütlichen Kaminfeuer bei stimmungsvoller Beleuchtung. Hey, es wird sicher ganz gemütlich, wenn wir uns aneinander reiben. Jo. Feuer und Beleuchtung bitte. Ja, yeah. My Lady. Okay, wir schauen uns erstmal die Schmetterlingseffekte an. Mache die Hütte für Jessica gemütlich. Warum ist unsere Ehrlichkeit gerade ganz im Keller? Warum? Das verstehe ich nicht. Okay, wir haben hier weitere Hinweise. Strandfoto. Ein Foto von Josh, Hannah und Beth am Strand. Das wurde im Sommer vor ihrem Verschwinden aufgenommen. Abschlussballfoto, ein Foto von Hannah, Sam, Mike und Emily beim Highschool-Abschlussball. Ein Porträt der Washington-Familie, Hannah trägt ein auffälliges Medaillon. Okay. Hannah hatte einen Termin, um sich eine Tätowierung machen zu lassen. Sie hat ein Schmetterlingsmotiv ausgesucht. Ein zerknülltes Quiz aus einer Zeitschrift. Offenbar war Hannah nicht glücklich über die Antwort, die sie bekommen hat. Das deutet auf ihren emotionalen Zustand in der Nacht hin, in der die Zwillinge verschwanden. 1952. Gefahrenkarte der Mine. Eine Karte mit Markierungen eines Bergbauingenieurs, die Statikmängel in der Mine zeigt. Offenbar wussten die Besitzer über das Einsturzrisiko Bescheid. Sprich also die Washington-Familie? Oder die, die da halt dem das Land gehört hat, bevor die Washington-Familie das gekauft hat. Eine alte Bergbaugasmaske. Laut der Beschriftung im Inneren gehörte sie einem Bergarbeiter namens Billy Bates. Okay.
Okay. Interessant. Der Unbekannte. Hier haben wir noch einen Zigarrenstummel. Ein ausgedrückter Zigarrenstummel. Sieht noch frisch aus. Es muss doch jemand auf dem Berg sein. Ja, das haben wir ja schon gesehen. Das war dieser Typ da in dieser Gasmaske. Der Hannah und Beth eigentlich meiner Meinung nach retten wollte. Eine Einladung zu einer Halloween-Party mit einem gruseligen Bild einer Vogelscheuche auf der anderen Seite. Das ist eine Postkarte von Sam. So, wir gucken uns nochmal die Totem an. Totems. Führung. Von Mike auf dem Pfad zur Hütte gefunden. Autsch. Das ist das. 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 Und die anderen zwei haben wir schon. Wir gucken uns nochmal kurz die Ereignisse der Vergangenheit an, was wir da freigeschalten haben. Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen. Bis ein Einsturz sie ein... Oh. Und wurden wahnsinnig. Mörder. Aßen Menschenfleisch. Aßen Menschenfleisch? Was? Nun vielen Jagden. Holy shit. Okay, alles klar. Halt, ich wollte den Schmetterlingseffekt noch angucken. So, geht dich nichts an. Chris freute sich, Sam zu sehen. Bla. Ja, Chris vertraute Sam weiterhin. Okay. So. Sei ihr Held. Mike eilte Jessica sofort zu Hilfe. Jessica bewunderte Mikes Heldenmut. Mike schindete weiter Eindruck. Okay. Was für später. Sam hat einen Baseballschläger gefunden und im Keller gelassen. Alles klar. Könnte wahrscheinlich noch für später nützlich sein. Okay. Was haben wir denn hier? Falls du nicht auf Rumknutschen mit Eiskulturen abfährst, solltest du Feuer machen. Hey, Otto. Mach ich doch. Ich bin doch auf dem... Ich bin doch schon dabei, junge Dame. Menschenskinners. Flupp. Ich kann ja auch nicht hexen, ne? Okay. Brennstoff ist da. Fehlt nur ein Streichholz. Ja. Da hat irgendwas geblinkt. Hier. Mythen und Legenden der amerikanischen Ureinwohner. Ach ja. Okay, wir können daraus was lesen. Okay. Die Bärenmutter kehrte zurück. Du sollst nur ein Feuer machen, kein Roman schreiben. Halt die Klappe, ich lese hier gerade was. Halt die Klappe. Sie war furchtbar zornig und griff den Kaufmann an. Doch er konnte mit den Pelzen ihrer Jungen fliehen. Ein mächtiger Adler wurde Zeuge des Geschehens und stieß auf den Kaufmann herab, der zwischen den Bäumen hindurchrannte. Doch ein Pistolenschuss konnte den Adler in die Flucht schlagen. Oh. Hallo? Kann ich bitte... Es ist so kalt hier drin im Moment, dass meine Zunge sofort an dir festfrieren würde. Halt die Klappe jetzt. Das ist hier viel interessanter, okay? Der Kaufmann verließ den Wald in Schadenfreude, während er an das Geld dachte, das er schon bald in Händen halten würde. Doch da fiel ein großer Baum um und versperrte ihm den Weg. Er musste umkehren und einen anderen Weg finden. Da traf er ein weiteres Mal auf die Bärin. Der große Geist hielt ihn an diesen Tag auf und die Bärin konnte Rache üben. Die Natur zu verärgern bedeutet, das eigene Leben zu opfern. Der große Geist sieht alles. Vergiss das nie und sei auf der Hut. Respekt ist die Lebensart des Stamms. Ja, du kriegst alles irgendwann zurück. Es hatten wohl noch mehr Leute eine Begegnung mit den netten Problembären. Das macht es jetzt nicht wirklich besser. Zeichen und Symbole der amerikanischen Ureinwohner. Die Jäger der amerikanischen Ureinwohner nutzten Zeichen und Symbole, die sie in Bäume ritzten oder an Wände malten, um mit anderen Stammesmitgliedern zu kommunizieren. Viele Symbole vermittelten religiöse oder mystische Glaubensgrundsätze. Einige warnten vor Gefahren oder boten Schutz. Andere markierten gute Jagdgebiete. Die meisten Symbole waren stammesspezifisch und konnten von anderen Stämmen nicht gedeutet werden. Die Abbildungen unten und gegenüber zeigen einige Symbole, die von den Stämmen in Nordamerika und Kanada benutzt wurden.
Bild eines Jägersymbols, gutes Jagdgebiet. Bild eines Schmetterlingssymbols, eine Vision oder ein Traum von der Zukunft. Bild eines Schädelsymbols, ein Schutzzauber oder Bann, der vor bösen Geistern schützen sollte. Okay, das untere Symbol haben wir, glaube ich, in der Mine gesehen einmal, ne? Oh, falsche Seite. Okay. Wartet mal eben kurz. Ich guck gerade noch mal. Ich meine, das haben wir unten in der Mine gesehen. Aktualisiert, ja. Update. Laut dem Buch aus der Hütte sollen die Symbole böse Geister abwehren. Alles klar. Ja, das haben wir jetzt gerade eben gelesen. Okay, alles klar. Wir wissen mal Bescheid. Also in der Mine da war, ist wohl irgendwas vorgefallen. Wow, Jess! Sieh dir das an! Ist das ein Feuer? Nein, viel cooler. Erschrecken Sie mal nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie auf unsere Beziehung sich auswirkt. Ne? Ich will keine schlechte Stimmung haben. Oh mein Gott. Warum drehen Schale bei Waffen immer komplett am Rad? Nicht? Okay. Oh Mann. Ich verstehe, was du verbindest. Okay.